Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe ja mal vor einiger Zeit eine Schuhkunde für Outdoor, Schuhe im weiteren Sinne gemacht. Und ich habe gedacht, sowas könnte ich jetzt vielleicht auch mal für Klamotten machen. Beziehungsweise das wurde auch gewünscht von einem Zuschauer. Da ging es eigentlich allerdings mehr um Jacken. Jetzt habe ich gedacht, ich mache einfach mal Oberkörperbekleidung exemplarisch durch. Mit einem ganz kleinen Exkurs zu Hosen am Schluss. Für Hosen gilt im Prinzip das Gleiche, wenn man nicht stur ist und grundsätzlich immer eine Baumwollhose trägt. So wie ich. Aber das ist dann persönliche Vorliebe und eigentlich vielleicht gar keine so gute Idee. Man könnte auch das Fünffache für die Hose ausgeben und hätte dann eine universelle, noch bessere Lösung. Aber gut, das sei nun mal am Rande angemerkt. Bei mir gibt es beruflich ein paar, ja, sagen wir mal, mindestens Änderungen bis komplett neue Dinge, weshalb ich sehr im Stress bin und einfach keine Zeit habe zum groß Filmen. Und mein Hirn ist auch so ausgelastet, dass ich es nicht auf die Reihe kriege, euch jetzt was zum Wald zu erzählen, weil das ist hirntechnisch doch anstrengender als sowas vergleichsweise Simples wie Klamotten zu erklären. Ja, auch wir Männer sprechen mal über Klamotten. Muss auch mal sein. So. Ja, gedacht ist dieses Video vor allen Dingen für Einsteiger, die sich mit den ganzen Outdoor-Kleidungsstücken noch nicht so auseinandergesetzt haben. Wer neu ist, dem möchte ich noch schnell sagen, ich komme so größtenteils aus dem Trekking-Bereich. Also wenn es so eine Outdoor-Sportart gibt, die ich am meisten betreibe, dann ist es Trekking. Deshalb sind all meine Ausrüstungsgegenstände immer auch Trekking-tauglich. Wenn es nicht sogar Trekking-Ausrüstungsgegenstände sind, die dann anderweitig zweckentfremdet werden, weshalb ich zum Beispiel Nix Inflectan besitze, denn das ist, wenn man im Ausland in der Wildnis rumstapft, ja, mit Vorsicht zu genießen, meiner Meinung nach. Aber das kann jeder ja für sich selber irgendwie entscheiden. Das war jetzt nur so mal als kleine Vorwegerklärung. Wer kein Anfänger ist und trotzdem zugucken möchte, darf das selbstverständlich auch gerne tun. Und entsprechend darf auch gerne, wer sich auskennt, jeder, der das möchte, in bestimmten Punkten anderer Meinung sein als ich. Also persönliche Vorlieben spielen selbstverständlich in diesem Video dann auch nochmal eine Rolle. Gut. Das habe ich jetzt alles erklärt und dann würde ich jetzt auch loslegen wollen. So, Zielprinzip. Habt ihr wahrscheinlich schon mal gehört. Im Grundgedanke war eigentlich, dass viele Kleidungsstücke, also drei dünne, wärmer sind als ein dickes. Das war mal ganz ursprünglich der Grundgedanke. Später hat sich dann herauskristallisiert, dass es Sinn macht, Kleidungsstücke zu verwenden, wenn man das Zwiebelprinzip anwenden möchte, die möglichst die Feuchtigkeit nach außen leiten und als letzte Schicht obendrauf auch irgendwas anzuziehen, was in der Lage ist, Feuchtigkeit, also sprich Schweiß und Wasserdampf, der halt eben am Körper entsteht, nach außen durchdringen zu lassen. Und da hat sich dann halt irgendwann die sogenannte Funktionsjacke bewährt gehabt. Also zumindest nach klassischer Sicht. Bei der gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten, was das jetzt genau alles sein kann. Aber dazu kommen wir dann gleich noch. Und ich möchte jetzt einfach mal die einzelnen Schichten mit euch nach und nach durchgehen. Wir haben hier die Unterwäscheschicht. Die dient dazu, naja, im Idealfall den Schweiß erstmal aufzunehmen, vom Körper wegzutransportieren und so schnell wie möglich abzugeben. Soll auch schon in erster Hinsicht ein bisschen isolieren, also sprich den Körper ein wenig warm halten. Die ganz tolle moderne Hightech-Funktionsunterwäsche soll angeblich den Körper auch kühlen können, wenn es dann zu heiß wird, dass die dann einen kühlenden Effekt hat. Wie das genau funktionieren soll, technisch weiß ich nicht. Ob das funktioniert, kann ich auch nicht unbedingt bestätigen. Also ich habe es jetzt noch nicht erlebt. Wobei ich jetzt auch keine super, super ultra teure Mega-Hightech-Funktionsunterwäsche besitze. Also so gesehen kann ich das nicht so ganz beurteilen. Dann kommt die Isolationsschicht. Die kommt in jedem Fall.
Da bietet sich an ein klassischer Fleece-Pulli oder wie in diesem Fall hier ein klassischer Wollpulli. Meiner Meinung nach ist es da gar nicht so wichtig, dass es sich um spezielle Outdoor-Klamotten handelt, solange es einfach kein Baumwollpulli ist. Dazu kommen wir aber später auch noch. Das hier ist jetzt die dritte, also die Zwischenschicht. Ich würde sie als Zwischenschicht zwischen der Isolationsschicht und der reinen Wetterschutzschicht betrachten. Und meiner Meinung nach kommt da eigentlich dann nur eine Jacke in Frage oder eine Weste, die so ein bisschen beides macht. Die so ein bisschen vor Wetter schützt. Das ist jetzt hier im Fall dieser Softshell-Jacke hier gegeben. Die ist nämlich absolut winddicht und stark wasserabweisend. Also es muss schon wirklich eine Weile drauf regnen. So sagen wir mal eine halbe Stunde bei einem ordentlichen Regen, bis die durch ist. Gleichzeitig ist er noch mal viel, viel, viel atmungsaktiver als eine sogenannte Hardshell-Jacke, und wärmt, weil die ist schon auch noch mal ein bisschen gefüttert, wie man hier sehen kann. Nicht sehr, besonders warm ist das Ding also eigentlich nicht. Fühlt sich warm an, weil sie eben winddicht ist und man den Wind sofort ausschließt, sobald man sie anhat. Aber eigentlich objektiv gesehen ist sie nicht besonders dick gefüttert, weshalb man ja noch eine Isolationsschicht braucht. Und wenn es dann halt zu sehr regnet, dass das nicht mehr ausreicht, dann braucht man dann eben die Hardshell-Jacke. Habe sie ja eben schon erwähnt, das ist jetzt in diesem Fall eine ganz alte Gore-Tex-Jacke. Sie funktioniert noch, ich brauche aber dringend mal eine neue. Gut. Und das wäre so nun mal so grundsätzlich das System erklärt. Manche Leute arbeiten auch nur mit drei Schichten. Das reicht auch völlig aus, wenn man sagt Unterwäsche, Isolation, Wetterschutz. Ich persönlich habe irgendwie so gerne so ein vierschichtiges System. Übrigens, die Isolationsschicht kann beliebig viele Schichten in der Isolationsschicht beinhalten. Je nachdem, wie kalt es ist, dann muss man halt eben drei Pullover anziehen, bevor man dann vielleicht noch eine Softshelljacke und eine Regenschutzjacke quasi drüber zieht. Kann, muss man nicht. Und wie gesagt, persönliche Vorliebe, das hier kann weggelassen werden. Dann muss man halt jedes Mal, wenn es regnet, sofort das da anziehen und hat halt eben nicht die Option noch mit einer besseren Wasserdampfdurchlässigkeit bei nur leichtem Regen oder überhaupt keinem Regen mit sowas rumzurennen, wenn der Wind nur das Problem ist. Aber jetzt gehen wir erstmal auf die einzelnen Dinger so an sich ein und was für Materialien, was für Möglichkeiten wir da jeweils haben. Ich hoffe, das war jetzt bis dahin noch nicht zu konfus, was ich jetzt erzählt habe. Wie gesagt, ich bin nicht unbedingt geistig auf der Höhe. Ich bitte um das entsprechend zu entschuldigen, aber irgendein Video möchte ich halt doch, dass ihr bekommt, sonst hockt ihr auf dem Trockenen und deshalb mache ich das jetzt so gut, wie es halt im Moment gerade möglich ist. So. So, wir kommen zur ersten Schicht und ich versuche mich für ein Ben-Video untypisch einigermaßen kurz zu fassen, weil sonst hocken wir hier morgen noch. Tut mal, wenn gelegentlich mein Fuß im Bild aufkreuzt. Ich muss mich hin und wieder mal ein bisschen umhocken, sonst wird das arg ungemütlich. So, jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten, was wir bei der ersten Schicht an Material verwenden können. Besonders toll und teuer Merino-Wolle. So, eigentlich schon sehr, sehr, sehr günstig zu haben. Kunstfaser ist aber nicht jedermanns Sache, mag nicht jeder direkt auf der Haut haben und sicherlich relativ bequem und angenehm auf der Haut, aber funktional mangelhaft bis ungenügend, es sei denn, man möchte mit dem Feuer hantieren, ist Baumwolle. Deshalb Baumwolle spielt im Outdoor-Bereich wirklich nur selten eine Rolle und ist nur für ja, den mit dem Feuer hantierenden, also dann in der Regel wahrscheinlich jemand, der sich als Bushcrafter bezeichnen wird, wirklich interessant, weil hat ein Loch, wenn Funken drauf kommt, hat ein Loch, wenn Funken drauf kommt. Da ist das eigentlich noch weniger empfindlich als das da, das schmilzt einfach weg. Außerdem, wenn nass, warten bis es trocken ist. Wenn nass, warten bis es trocken ist. Wenn nass, übers Feuer hängen und dann ist es rucki-zucki trocken, sofern ein Feuer vorhanden ist. Ohne Feuer trocknet Baumwolle so gut wie gar nicht mehr. Wenn ihr dann in einer kalten Umgebung unterwegs seid und habt kein Feuer zur Verfügung, und könnt es euch auch nicht leisten, mit dem nassen T-Shirt jetzt in diesem Fall so lange rumzurennen, bis es von alleine getrocknet ist am Körper, dann müsst ihr es nass ausziehen und dann bleibt es auch nass. Das bekommt ihr dann nicht mehr trocken, zum Beispiel in Skandinavien. Einfach um jetzt mal ein Land zu nennen, in dem das fast unmöglich wäre, das dann wieder trocken zu kriegen. Es sei denn, es bricht eine unglaubliche Schönwetterphase aus, aber damit darf man natürlich auch nicht rechnen.
Baumwolle hat ansonsten den Nachteil, wenn es mal nass wird, saugt sich's voll. Die Faser an sich quillt auf, nimmt jede Menge Wasser auf und dadurch kann es ganz, ganz viel Wasser aufnehmen, gibt damit auch ein gutes Handtuch ab, ist aber eine beschissene Eigenschaft für Klamotten, die man eben am Körper tragen möchte. Wenn es nass ist, wärmt es auch nicht mehr. Im Gegenteil, es entzieht dem Körper noch mehr Körperwärme. Da ist man dann ohne Baumwoll-T-Shirt wahrscheinlich besser dran als mit, so von Wärmeverlust her. Kommt natürlich auch darauf an, wie nass das Ding dann eigentlich geworden ist. Außerdem ist er relativ schwer. Ein Vorteil wäre allerdings noch, dass er relativ wenig müffelt. So, beziehungsweise erst spät zu müffeln anfängt. Nochmal zur Betonung: Wer Bushcraft macht, kann über Baumwollklamotten nachdenken, denn wer ein Feuer hat, da kriegt er nicht gleich ein Loch rein. Und zweitens, wenn es mal nass wird, hängt man es übers Feuer, ist es trocken. Die beiden Sachen funktionieren jetzt, wenn es darum geht, die Feuchtigkeit vom Körper wegzuleiten durch die äußerste Schicht, zum Beispiel Gore-Tex-Jacke hindurch und ab in die Atmosphäre. Man bleibt also damit insgesamt trockener und damit logischerweise auch wärmer. Ebenfalls gilt sowohl für Kunstfaser als auch für Merinowolle, beides wärmt auch im feuchten Zustand. Also sollte man damit trotzdem mal nass werden, ist es immer noch ein bisschen angenehm warm. Vom Gefühl her. Liegt daran, dass sich beide Fasern nicht voll saugen, das Wasser nicht aufnehmen. Die sind zwar oberflächlich nass, mehr aber auch nicht. Jetzt ist halt der Unterschied, die Frage, was ist jetzt der Unterschied zwischen Kunstfaser und Merinowolle? Also erstens, Merinowolle stammt ja vom Merino-Schaf. Das ist einfach eine super feine Wolle. Könnt ihr mal sehen, wenn man das hier reinhält. Man kann fast nur schwierig überhaupt eine Textur erkennen, weil die halt sehr fein ist. Wenn man dazu im Vergleich mal einen ja, mittelschwer groben Wollpulli daneben hält, sieht man das auch gleich. Und deswegen ja, sehr angenehm zu tragen, nicht so kratzig auf der Haut wie stinknormale Wolle und fühlt sich wirklich sehr gut an, stinkt nicht so schnell wie Kunstfaser, denn das ist halt eben jetzt ein Argument, weshalb Kunstfaser, die ja sehr günstig schon zu haben ist, so ein normales Kunstfaser-T-Shirt, was funktional wirklich absolut einwandfrei ist, könnt ihr bei manchen Discountern schon für 5 € oder was bekommen. Je nachdem, welche Größe, dann sind es halt 7 € oder was. Bei Merino-Wollgeschichten, da geht es bei 20 € los, soweit ich weiß. Also da habe ich jetzt noch nichts halbwegs Brauchbares für noch weniger Geld gefunden. Dann kann da aber auch wirklich schon 50, 60 € für ein T-Shirt, das als Unterhemd fungieren soll, ausgeben. Stinkt halt eben wirklich sehr langsam erst. Da kann man 3 Tage mit rumlaufen. Also jetzt speziell ich. Kann jetzt aus eigener Erfahrung sagen, so 3 Tage kann man da wirklich mit rumrennen, ehe man für seine Mitmenschen zu einem Problem wird. Bei Kunstfaser-T-Shirts ist bei mir immer nur ein Tag maximal. Eigentlich wird es abends dann schon schlimm. ja, ich denke, das wird's fürs erste Mal gewesen sein. Die Materialien Kunstfaser und Baumwolle begegnen uns später noch. Merinowolle ist so ein Standardding für Unterwäsche. Das wird eigentlich für kaum was anderes als Unterwäsche eingesetzt. Das gibt es dann natürlich auch bei der Unterhose, auch bei der langen Unterhose, die dann unter der normalen Funktionshose in Anführungszeichen getragen werden kann. Auch da ist natürlich praktisch das mit dem wenig müffelnd und theoretisch, das kann ich aber nicht bestätigen oder verneinen, soll bei Hitze Merinowolle auch kühlend wirken. Dass man sich dann also weniger aufgehitzt fühlt, wenn man mit Merino-Klamotten rumrennt. Ja, stimmt schon irgendwo, allerdings kann ich mir ja auch genauso gut vorstellen, dass das auch bei einem stinknormalen Baumwoll-T-Shirt passiert, weil wenn das mit Schweiß vollgesogen ist und dann am Körper klebt und wenn dann der Wind kommt, dann kühlt das auch. Also diese Eigenschaft, da würde ich jetzt persönlich nicht Werbung mitmachen wollen oder mir deswegen ein Merino-Shirt kaufen wollen. Empfehlen aus dieser Kategorie möchte ich für eigentlich ja nahezu jede Outdoor-Aktivität, insbesondere da man ja auch noch mal was anderes drüber ziehen kann, was dann feuerresistenter ist. In jedem Fall ein Kunstfaser-T-Shirt, einfach wegen dem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ja, gut, dann rennt man halt in Gottes Namen in einer Plastikhülle rum, aber es funktioniert sehr gut. Feuchtigkeitsabtransport ist super und leicht und Wasser. Schnell trocknen, wollte ich sagen, ist es auf jeden Fall auch.
Ja, die Isolationsschicht. Es ist so, das hier ist Vlies und das ist ein dickes Vlies. Bevor Vlies super trendy geworden ist, also als ich vor 17 Jahren mit dem ganzen Outdoor-Krempel angefangen habe, da gab es das Vlies gerade super trendy geworden. Da wollte jeder Vlies haben und man hat festgestellt, dass Vlies eigentlich das ideale Isolationsmaterial ist für irgendwelche Trekking-, Wander-, Outdoor-Aktivitäten. Funktioniert auch bei allen anderen Outdoor-Aktivitäten ganz gut, außer eben wieder am Feuer. Wenn Funken draufkommt, hat man ein Loch drin. Ich konnte euch jetzt diverse Löcher an dem Ding zeigen, aber das sparen wir uns jetzt. Davor gab es eigentlich nur ein Material, was wirklich gut gewesen ist, nämlich Wolle. Denn Baumwolle, dass das aufgrund der blöden Eigenschaften, die wir eben schon erwähnt haben, nicht so wirklich gut gewesen ist, ist ja schon klar. Wolle hat gegenüber Baumwolle erstmal einen Vorteil darin, dass die Wollfaser an sich, das Wollhaar, mit einem gewissen Öl vom Schaf natürlicherweise noch überzogen ist. Das macht man sich bei Lodenklamotten dann sehr stark zu nutzen. Bei den meisten, ja sagen wir mal, zivileren Wollklamotten ist dieses Öl größtenteils entfernt worden. Gewisse Reste davon sind noch vorhanden und die Wollfaser an sich, das Schafhaar, wenn man so will, nimmt kein Wasser auf, saugt sich also auch nicht voll, hat damit vergleichbare Eigenschaften fast schon wie Kunstfaser. Leider ist so ein Wollpulli dann meistens aufgrund seiner Schwere, seiner groben Machart und der Filzigkeit des Materials her, wenn er mal nass ist, sehr lange nass. Und es dauert eine Weile, bis der dann trocken wird. Hält aber eben, wie gesagt, auch mehr Wasser ab. In jedem Fall, auch wenn es nass ist, isoliert Wolle immer noch. Da die Faser an sich ja nicht aufquillt, sondern nur das Wasser sich quasi zwischen den Fasern befindet. Also eine sehr positive Eigenschaft der Wolle, die ja eben jetzt lange Zeit weg war vom Markt quasi, weil Vlies alles dominiert hat und jetzt langsam wieder zurückkommt, weil Retro-Trend, ne? Wir probieren alte Sachen wieder aus. Ich habe keinen so richtig krassen, tollen Wollpulli, wie zum Beispiel diese norwegischen Wollpullis, die relativ bunt sind und sehr, sehr, sehr dick und auch entsprechend warm. Man kann es oft sehen, wenn man jetzt in Norwegen oder Schweden oder sonst wo in Skandinavien unterwegs ist, dass die im Winter auch bei starkem Schneetreiben mit nichts anderem als so einem Pulli rumrennen, einfach weil der das lange aushält, das entsprechende Wetter, und man gar nichts drüber ziehen braucht. Und warm ist das Ding ja auch. Also es ist schon eine Alternative zu Fließklamotten, allerdings nicht unbedingt billiger. Denn Fließklamotten, und das hier ist so einer meiner meistgetragensten Fließpullis, der hat mal, keine Ahnung, ein Apfel und ein Ei gekostet, ist glaube von Chibo oder was. Und ja, hab den wirklich oft angehabt. Man sieht es hier teilweise auch gerne mal im Wald. Vlies ist einfach herzustellen. Das ist quasi flauschig gerissene Plastikfasern, wenn man so möchte. Fühlt sich damit trotzdem, das klingt jetzt abwertend, ist es aber nicht. Es fühlt sich trotzdem gut an auf der Haut normalerweise. Ist leicht, wenn es nass wird, trocknet schnell, weil das Plastik an sich ja auch wieder keine Feuchtigkeit aufnimmt und die Feuchtigkeit wieder nur zwischen den Fasern hockt. Ist grundsätzlich immer leicht elastisch. Wärmt auch, wenn es nass ist. Das haben wir ja den gleichen Effekt wie bei der Wolle. Also nach wie vor ist Vlies, auch wenn es kein Mensch mehr jetzt so wirklich wahrnimmt, ist schon noch immer so das Universal-Material für wärmende Zwischenschicht-Klamotten. Wird auch ganz oft als Isolation, als Füllmaterial für irgendwelche gefütterten Jacken hergenommen, dass da auch eine Art von Vlies drin ist, auch wenn es dann wahrscheinlich nicht so genannt wird. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Und man muss bei Vlies immer sagen, da gibt es quasi die drei Stärken, das 100er, das 200er und das 300er Vlies. Das ist jeweils einfach nur die Menge, Masse von Material pro Fläche. Ich glaube, das hier ist ein 200er, das hier ist bloß ein 100er. Ein 300er habe ich nie besessen. Auch dieses Ding hier, das ist super warm und im Winter enorm angenehm zu tragen, ist relativ großzügig geschnitten. Und wo habe ich das Teil her? Das war mein Werbegeschenk. Also bei Fließklamotten kann man wirklich nichts falsch machen. Da war ich zweimal mit in Schottland und einmal in Norwegen. Hat nichts gekostet und ist trotzdem gut.
Ihr wisst ja, dass ich ganz gerne mal hin und wieder gern ein bisschen spare und da sind Fließklamotten einfach meiner Meinung nach ideal. Kann man auch aus dem Baumarkt mitnehmen, wenn es da sowas gibt, sonst von Kick, wenn man das dann ethisch, moralisch unterstützen kann, da was zu kaufen. Das ist jetzt nochmal eine andere Frage, aber die müssen echt nicht teuer sein. Ich habe einmal einen Markenfließpulli gekauft und ich kann überhaupt keinen Unterschied von den Wärmeisolationseigenschaften, Trageeigenschaften, irgendwelchen praktischen Eigenschaften, auch dass der ganz cool aussieht, zu dem Ding von Gibo oder dem Werbegeschenk einer holländischen Pflanzgutfirma erkennen. Ach so, und Fleece ist übrigens wunderbar kompatibel. Wenn man ein solches T-Shirt anhat, dazu einen solchen Pullover, dann dampft sämtliche Feuchtigkeit wunderbar nach draußen. Und wenn man entsprechend schweißtreibende Tätigkeiten macht und dann mit dieser Klamottenkonstellation im Winter draußen rumsteht, dann dampft man. Oder man zieht im Winter dann mal die Jacke aus und fängt auch sofort an zu dampfen. Wenn ihr dampft, ist das immer ein gutes Zeichen dafür, dass der Feuchtigkeitstransport weg vom Körper hervorragend funktioniert. Also achtet im Winter ruhig mal drauf, fragt mal eure Kollegen, die ihr dabei habt, dampf ich? Und wenn sie ja sagen, dann dürft ihr euch freuen. Dampfen, wie gesagt, immer ein gutes Zeichen.